Es war überraschend in der Form, wie es gewählt wurde. Es war aus meiner Sicht gerade in der letzten Zeit eine sehr, sehr starke Zustimmung, eine positive Entwicklung der SPÖ feststellbar. Es ist vieles an offenen Fragen abgeschlossen worden. Das Papier über die Integration, Asylpolitik der SPÖ, viele organisatorische Maßnahmen und auch unsere Analysen der Politik, wo wir ansetzen können, wo es Schwächen der Regierung gibt, haben eigentlich den bisherigen Kurs bestätigt. Das heißt, der Kurs stimmt, die Änderung personell ist unwiderruflich eingeleitet. Die Frage der EU-Kandidatur ist gestern auch von meinen Freunden in meiner Abwesenheit beantwortet worden. Jetzt gilt es, all das Neue, das gestern etwas unkoordiniert über die Bühne gegangen ist, um es gelinde auszudrücken, so zusammenzufassen, dass wir wieder in entsprechender Form vorgehen können. Und das ist das Ziel der heutigen Gremialsitzung. Sie haben sich schon aus dem Spiel genommen als für den Parteivorsitz. Sollten Sie nicht als Chef einer sehr starken Landesorganisation da anders denken und Verantwortung auch im Bund übernehmen? Ja, das heißt schon bei Don Carlos, geben Sie Gedankenfreiheit und meine Entscheidungsfreiheit nehme ich mir natürlich heraus. Ich bin in Kärnten gewählt worden mit einer überwältigenden 48-prozentigen Mehrheit. Mein Platz ist in Kärnten, aber ich kann versichern, auch von Kärnten aus können wir Aufgaben übernehmen. Das haben wir das letzte Mal, genauso wie Kollege Doskozil aus dem Burgenland, gezeigt. Aber ein Parteivorsitzender hat dort zu sein, wo die Entscheidungen auf Bundesebene fallen, also im Parlament. Also wenn es jemanden gibt aus österreichischer Sicht, der auf dieser europäischen Ebene positiv realisieren kann, dann ist das auch Christian Kern, ja. Das heißt, wenn Sie die Stimmung zusammenfassen würden, jetzt innerhalb der SPÖ, wie würden Sie sagen? Also nach der Schockstimmung gestern, die ich in zahllosen Telefonaten mitbekommen habe, gehen wir jetzt wieder über, strukturiert zu werden. Und Sie werden sehen, wir werden da schneller sein, als es vielleicht so manchen politischen Widersacher lieb ist.